Schon okay. Sie hält. Los! Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar doch. Piratenvorschrift. Also zurück gehen wir nicht da lang. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Das ist raffiniert. Kann man wohl sagen. Noch ein Hebel. Ja, ich zieh noch schnell die Hand daraus. Oh. Himmel. Ein ziemlich ausgeklügelter Test. Prüfer. Ja. Und der Typ hat wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Da unten, da ist etwas. Ein Eimer. Okay. Was jetzt? Eimer voll. Gut, gib ihn mir hoch. Ich stelle ihn zurück auf das große Rad. Geh mal sehen, wofür die Räder sind. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gestas. Na also. Hey Sam, war Dismas links von Jesus? Guckst du von vorne oder von hinten drauf? Von vorne. Dann war er links. Okay, das habe ich auch. Was? Du könntest am Hebel ziehen. Könnte ich.
Nathan. Bist du dir ganz sicher? Bis gerade schon. Hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast? Ein Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. Okay, das muss es sein. Finden wir es raus. Wir? Ziehst du dann am Hebel? Nathan, sieh mal. Passt es. Okay, siehst du? Nate Gulasch. Kein Nate am Spieß. Wenn das also ein Test war, was wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Wow, sei vorsichtig. So wahr ich hier stehe, sieh dir das an. Komm, ich helf dir hoch. Ich komme. Okay, wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Gute Idee. Suchen wir einen Weg hoch. Okay.
Mir nach! Die machen es einem echt nicht leicht, oder? Es war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Ja. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Mal sehen, was hier drin ist. Hey, die Decke hier ist niedrig. Pass auf deinen... Au! Ja, ich passe auf meinen Au. Ach, echt jetzt? Ich sehe hier ein Licht. Oh, Katakomben. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Die Auktion war die sauberste Art, Aber das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt? Ist doch unwichtig. Von welchem Anbau Sie wohl gesprochen haben? Das muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand.
Entschuldige bitte. Etwas zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Das steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt, du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Warte. Staune. Eine Kiste unterwegs. Danke, guter Mann. Da. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. Also, das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt? Dafür haben die Jahre gebraucht. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Brücke kaputt. Suchen wir einen anderen Weg. Wird schon schief gehen. Bist du nicht schwerer als die Kiste? Okay. Geschafft. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Wir hängen unsere Seile daran. Das geht. Brücken sind eh nur Übergangslösungen. Ich weiß nicht. Brücken sind ja nichts Schlechtes. Hier geht es nicht durch. Unten kommen wir weiter. Hier. Sieh mal an. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Nathan, zieh dich um. Heilige Scheiße. Das war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl. Wie zum Teufel kommen wir rüber? Was ist das? Dieses super sicher aussehende Holzwippending könnte helfen. Versuchen wir es.
schon schief gehen. Komm zurück! Ich drücke ihn runter! Geschafft! Okay! Gut. Und ich? Stimmt, ich sehe mich um. Cool. Gut. Ich warte einfach. Arbeit, Schatz. Ja, Sekunde. Okay, ich habe hier ein Gewicht für die Wippe. Schwerer als ich. Das bezweifle ich. Ja, ja. Na, also. Hey, super Sprung. Oh, Mist! Ich hab dich. So. Danke. Ein weiterer Test erledigt. Im Moment wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Okay, die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt, wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests. Daran gewöhne ich mich nie. Schon wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, nicht anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Ist das einzig wertvoll in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also. Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Naja, ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay, aber nur eine. Habgier, schon klar. Bitte sei keine Falle. Wow. Erkennst du die Form? Das ist Madagaskar. Da, der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery, er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine Kings Bay, toll. Und was dann? Der Nordpol, das Weltall... Nathan. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Ah, Scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht? Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs.
Und um Himmels Willen, erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Naja, ein Kruzifix stellt das Kreuz da, an dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Ich seh dich! Was ist denn hier da?
schon irgendwie. Ja, absolut. Einfach weiter runter bis zum Wasser. Verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje, immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja. Vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor, wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heiliger Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay. Das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also du weißt schon. Worüber lachst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen.
Hey, Nate. Hi, Süße. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja, das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Was sagen die Satelliten, Victor? Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's. Und was suchen wir hier draußen? Tja, die